herzlich willkommen zum dritten Part von Little Inferno. Dieses Spiel macht mir so viel Spaß. Ich kann gar nicht mehr aufhören zu spielen, aber diese Musik lässt mich nicht denken. Ich habe keine Ahnung. So. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Also ja, natürlich alles entzünden. Wir haben letztes Mal einige Sachen schon... Ich kann bei dieser Musik nicht moderieren. Das ist so fröhlich. Wir haben zum Beispiel die magnetische Herz-Kombo gemacht. Die Bauklotz-Kombo haben wir dann auch irgendwann rausgefunden. Aber nicht meins? Das verstehe ich nicht. Oh, ich könnte eine Stunde lang diese Musik hören, die ist so fröhlich und geht rein. Das ist echt cool. Oh, wirklich auf Stopp und einfach mal genießen. So, wir wollen jetzt aber mal ein bisschen hin machen. Aber das war's nicht. So, aber warum zeigt es da drauf? Ich bin für. Achso, vielleicht brauche ich das für irgendwas. Also ist das vielleicht schon mal richtig für einen Teil? So, geh mal weg. So, nur erst kurz warten. Das Familienbild ist schon da. Hier geh mal aus. Wie mache ich das aus? So, das war richtig. Das war auch nicht richtig. Keine Musik. Ich in diesen Shop gehen, dann kommt die schöne Musik wieder. Kann man nicht irgendwie... Ja, das ist mir sicher, das ist mir klar. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Also es scheint ja mit diesen hier was zusammenzuhängen. Was heißt denn... Familien... Generationen? Pff, das ist mir gar nichts. Ich habe keine Ahnung. Lol, Katze. Laughing out loud, Katze. Hä? So, da warten wir auch. Okay, die werden auf jeden Fall gebraucht, beide. Was ist das denn? Kätzchen, Kätzchen, Pupu-Stofftier. Füll dein Herz mit Liebe und dein Haus mit Fell. Nehmen wir auch mal mit. Das brauche ich auch. Ach, vielleicht können wir die zusammen benutzen. Ich glaube, das... Nee. Nee, da gucke ich gleich erst einmal drauf. Aber die beiden gehen ja wohl. Anscheinend. Oh, ich vergaß. Da war etwas, das ich dir sagen wollte. Bist du da? Nee. Nein. Mal gucken, ob es was wird. Ist auf jeden Fall sehr episch. Gänsehaut überall. Ja, komm. Sehr episch. Ich weiß, dass du da bist. Du willst wissen, warum ich das weiß. Bist du bereit dafür, dass ich dir etwas verrate? Ja? Wirklich, wirklich bereit? Okay. Hör mir gut zu. Und ich glaube, ich bin hier gefangen. Genau wie du. Du und ich. Und eine schmale Wand zwischen uns. Von deiner Nachbarin. Chaka Plams. Oh Gott, ey. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Okay, erstmal verbrennen. Was ist das?
Mini-Nuke endlich für den Hausgebrauch zugelassen. Aber ich verstehe nicht, was das heißt. Ich verstehe es echt nicht. Warum hat das nicht geklappt? Das verstehe ich noch viel weniger. Also das hatten wir jetzt mit dieser Katze. Ich werde jetzt irgendwas mal lösen. Hier jetzt werde ich hingehen und das lösen. Ein Feuer legen. Feuer, schönes, schönes, warmes Feuer, ja. Mit meiner Nachbarin. Der Mann ist zwar Feuerwehrmann, aber das geht mich ja wohl gar nichts an. Feuer, ich will Feuer legen hier überall und Feuer. Feuer, ja, Feuer, 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 Feuer! Aha. Das war das Lollkatze, ja. Das ist da bestimmt ein Mond. Cool. Hä? Eine weitere Kombination muss ich finden und dann exklusive Speisen. Tja, ich habe keine Ahnung. Eine? Nee. Warum sollte ich denn jetzt da reingucken? Ach man, das macht doch gar keinen Spaß mehr hier. Ich komme nicht weiter, ey Leute. Was meinen die denn mit nicht meins? Ich komme nicht drauf. Nicht meins? Nicht meins. So. Ich hab keine Ahnung. Derweil mache ich da mal einmal so ein bisschen Rabatz. So, müssen wir kurz mal ein bisschen warten. Das ist ja beide Sachen, die mir nicht gehören. Von daher gehe ich mal aus. Also wenn das Spiel so... Oh, das ist so unoffensichtlich. So. Hey. Immerhin. Juhu. Sehr gut. Das sind jetzt so Flattern noch. So, jetzt machen wir natürlich das erstmal still sicher, dass du aus dem... Oh! Oh, das ist Feuer! So, die beiden fehlen mir also noch. Ich habe einen Mond und einen, so ein Zwerg oder was das ist. So ein grüner... Oh, die Musik ist echt geil. Gibt sie irgendwie auf Amazon oder so zu kaufen, zufällig? Ich will sie haben. Mir fällt es auch nicht ein. Jetzt kriechen. Oh. Also es war wirklich der erste, der da reingeflogen wäre, wenn ich wirklich sowas hätte. Wichtige Wettermeldung. Die Wettervorhersage sagt, dunkle Schneewochen kommen aus allen Richtungen auf uns zu. Es kommt auf etwas auf uns zu. Etwas Großes.
Haltet euch warm. Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken. Über der Stadt. Der Wettermann. Okay. Er kann erstmal verbrannt werden. Ui. Na, immerhin. Oh, ist so eklig. Kommt denn da raus? So Haare oder so? Der verfolgt mich. Zumindest hat es so ausgesehen. Ist auch mega geil. So ein bisschen aus wie Gollum. Von Herr der Ringe. Gut, das war jetzt sehr unspektakulär. Yay! Oh, wie sieht das denn aus? Gruselig! Oh, das sieht noch viel gruseliger aus. Eiskaffee, ja, das kann ich bestimmt noch nicht machen. Wärmekaut, ich habe keine Ahnung. Katzenfisch? Schon irgendwie was mit Fisch da? Was ist das? Holzlöffel, hier mit... Jetzt mit mehr Splittern für verbessertes Züchtigen. Marshmallows, gemacht aus süßen Wolken, Gewinner des Kentucky Derbys. Trockeneiswürfel, perfekt für praktische Scherze und Kyrotechnik. Die nehmen wir einmal mit, ich glaube, die brauche ich nämlich. Wo war das denn? Irgendwas mit einem Eisblock oder so. Was ist das? Wurstkette, man kann ohne Fleisch kein Wurstfest veranstalten. Gut. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Also wenn ich bis nächstes Mal auch so total planlos bin, dann muss ich irgendwo gucken, weil ich bin da zu doof. So, ich gebe es zu. Wir wollen ja auch irgendwie was erschaffen. Dino mit. Sieh dich, was soll ich da, hä? Ich bin in dieser Musik immer nur so abgelenkt. Oh, es geht nicht. Man könnte es natürlich, glaube ich, echt... Man könnte es doch nicht mehr ausmachen. Schreckliche Zähne. Der hat schreckliche Zähne. Guck mal, die beiden haben schreckliche Zähne. Zack, und den einmal. Warten wir wieder einen kurzen Augenblick. Wir wollen mal gucken, was die machen, die Eiswürfel. Das dauert bestimmt bei denen. Schön. Hält dein Kamin dich warm? Weißt du, was noch gemütlicher ist als ein prasselndes Feuer? Eine Umarmung. Einmal ein Gutschein für eine Gratis-Umarmung. Du wirst sie eines Tages vielleicht bauen. In Liebe, Miss Nancy. Lasse ich erstmal dann da. So, das sind die einzigen beiden, die total gruselige Augen, Zähne haben. Sehr gut. Ja! Oh, wie eklig. Hallo, gib mir mal ein bisschen mehr Geld. Das hat mir sehr viel, es hat mich sehr, sehr viel Denkvermögen. Wärmetauscher. Sieht es. Zeit. Bomben. Nehme ich einmal die hier. Das ist eine Nuke, ist ja eine kleine Bombe. Kann man ja sagen, was auch immer ein Baum zeigt, das dahinter. Weil ich bin gar nicht von diesem Spiel gut eingeführt worden. Gar nicht. So, einmal den hier. Du gehst weg. Pss. Ja. Komm.
Sehr gut. Manchmal bin ich auch unheimlich klug. Hat's aber geruckelt. So. Wärmetauscher. Ich habe keine Ahnung. Feuerspucker. Also ich dachte das ja, weil das ist ja ein... Das sieht ja aus wie ein Feuerspucker. Aber auch mal mit. So. Was war denn da nochmal drin? Ich weiß es nicht mehr. Also momentan, darum lade ich es jetzt auch hoch, ist das Spiel ja sehr, sehr günstig. Ich glaube für 1,50 Euro, 1,75 Euro auf Steam erhältlich. Habe es mir gleich geholt, weil ich eigentlich so World of Goo auch ganz gerne mal spiele, auch ganz gerne mal an mir anschaue. Andersrum vielleicht, kann ja auch sein. Der hat jetzt gar nicht, guck mal, aber der freut doch, der spuckt doch. Ach, ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Und diese Musik, sie lenkt mich ab von denken, was ich eh nicht gerne tue. Ich liege einfach nur hier und naja, ich liege noch nicht mehr. Ich sitze einfach hier rum und spiele dieses wunderschöne Spiel, denn es ist so, es macht mich freudig. Und dann weiß ich, wie ihr euch fühlt, wenn ihr manche Let's Plays von manchen Let's Players guckt, die auch dazu tendieren, einfach zu singen und nicht zu tun. Hören jetzt auf. Sieht es. Das ist mir gar nichts. So, machen wir erstmal hier weiter. Kugelfisch. Samen! Aber irgendwas muss ich doch mit hier mit den Popcorn oder so machen, oder? Da, Cornflakes. Das kommt bestimmt später dann noch. Das macht mir total viel Spaß. Mit dem Kugelfisch war ja auch, glaube ich, irgendwie was, ne? Ja. Das war aber eine großzügige Umarmung. So, Katzenfisch. Ah, diese Musik macht mich so fertig. Was ist das? Also ich versuche jetzt nochmal diesen Katzenfisch zu machen. Ich denke mal, das geht so. Ich weiß es gar nicht. Puh, keine Ahnung. Warum macht er das denn immer noch? Ist er doof? So. Wir warten einmal auf die Katze. So. Also so viel Zeit haben wir dann auch noch. Ne? Ihr wisst ja, 20 Minuten, aber manchmal auch gerne länger, wenn wir jetzt so ein kleines bisschen warten müssen. Komm. Dann bin ich doch so ungeduldig. Das kann man sich wohl mal leisten. Mama, Mama, Katzenfisch. Na. So, die Katze. Oh. Das war, glaube ich, nicht so gut. War aber richtig. Sehr gut.
Ich könnte mal ein bisschen mehr Geld dafür kriegen, ne? Ja, na gut. Aber wenn ich jetzt hier noch was kaufe, dann habe ich nur noch ein Geld und ne. So, da arbeite ich lieber dann noch irgendwie was ab. Und zwar nächstes Mal, wenn wir uns dann wiedersehen, bei... Ich hab's vergessen. Irgendwas mit Flame. Es tut mir leid. Bis dann. Tschüss.